Die Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin hat beschlossen, vor einigen Jahren, nämlich 2013, Praxisleitlinien zu entwickeln, die eine Philosophie verfolgen, in der nicht nur die externe Evidenz durch die Studienlage, sondern auch die Haltungen und Wertvorstellungen der Patienten, aber auch die Erfahrungen der Anwender in die Empfehlungsgrade Eingang finden. Und es ist sehr wichtig, dass diese Praxisleitlinien weiterentwickelt werden. Und ich bin sehr froh, dass wir viele Kolleginnen und Kollegen haben in unserer Gemeinschaft, der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin, die sich hier regelmäßig in Frankfurt jährlich trifft, mit denen wir neue Praxisleitlinien erstellen konnten, mit den Themen, die für die Versorgung relevant sind. Es wird in der Zukunft neue Praxisleitlinien geben zur opioidbedingten Obstipation, zu somatoformen Schmerzen, palliativmedizinische Leitlinien. Es hat in der jüngeren Vergangenheit eine neue Leitlinie gegeben zum Opioidfehlgebrauch. Und just am Schmerztag 2018 ist auch die Praxisleitlinie Cannabis in der Medizin zur Kommentierung freigegeben worden. Das ist eine wichtige Leitlinie, nachdem vor einem Jahr das neue Gesetz zur Versorgung von Patienten mit Cannabinoiden, nämlich am 10. März 2017, veröffentlicht worden ist. Und dieses Gesetz hat in der Tat und wie ich finde zu Recht die Versorgung von schwerstkranken Patienten beeinflusst, indem die Symptome, unter denen schwerkranke Menschen leiden, vielfältig verbessert worden sind. Das sind neuropathische Schmerzen, Übelkeit und Erbrechen. Es gibt einen Benefit der Patienten im Sinne der antikarektischen Wirkung von Cannabinoiden. Es gibt ganz vielfältige Effekte und es war wichtig, in dieser doch relativ umstrittenen Situation den Verordnern eine Sicherheit zu verschaffen, wie sie tatsächlich vorgehen können und darüber hinaus auch den Patienten eine Sicherheit zu verschaffen, damit sie nicht über Medikamente, Nebenwirkungen oder andere Probleme erfahren, die wir gerade in den fortgeschrittenen Krankheitsstadien niemandem wünschen wollen, dass er sie erleide. Und ich glaube, dass diese wichtige Option, die wir bekommen haben, nämlich Cannabinoide als Add-on zu einer Standardtherapie, die allerdings an ihre Grenzen gekommen sein muss, ehe man ein Cannabinoid verschreibt, verordnen können. Denn es kann nicht sein, dass wir einen Mangel an Evidenz beklagen und gleichzeitig den Versorgungsbedarf der Patienten nicht sehen. Ich glaube, da ist es ethisch unumgänglich, dass man Patienten versorgt und dennoch weiter eine Verbesserung der Studienlage als wünschenswert begreift.